Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück bei Murder in the Alps, wo es weitergeht, hier jetzt zurück, hier auf den Weg in die Höhle. Doch vorher heißt es, ein Seil sich zu organisieren. Ja, ich habe 600 Energie, das heißt, es sollte einiges machbar sein. Schaust du doch mal. Also, ich muss zum Friedhof Aalklärchen. Und Wächterart. So. Gucken wir doch mal. Feuerholz. Ich muss es zuerst in Stücke hacken. Okay, haben wir eins. Das heißt, ich brauche eine Axt. Komm, hier, mach mal. Zwei, drei. Fehlt nur noch eins. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Kürbis. Dann haben wir hier einen Schlauch. Die Handsäge, Benzinkanister und eine Flöte. Düdeldü. Okay. Das letzte Feuerholz. Okay, guck mal, hier haben wir einen Kranz und das Seil, das wir benötigen. So, eine Vase natürlich. Da drin. Ja, okay, ist in Ordnung. Jetzt brauchen wir noch einen Schleifstein. Der hier ist. Okay, wo ist das letzte Stück Holz? Hör mal. Das muss ja auch irgendwo rumdödeln wollen. Okay. Great, I found a rope. Okay. Here it is. Great, hand it to me. Okay, let's go and explore the cave. Okay, das heißt, ich muss zurück auf die Straße in die Altstadt. Zum Platz, die Klippenstraße hoch. Ich glaube, zur Kirche war das, ne? Ja, genau. Let's enter the cave. Okay. Finde den Ausgang am anderen Ende der Höhle. Wische in eine beliebige Richtung, um die Figuren zu bewegen. Benutze die Leitern, um zwischen den beiden Ebenen der Höhle zu wechseln. Ach du Scheiße. Kommt ihr denn da raus? Hier. Wo ist denn überhaupt der fucking Ausgang? Wo ist denn der Ausgang? Da unten. Oh Junge, das heißt, ich muss irgendwie da runter. Gehen wir doch mal hier hoch. Dann hier runter. Ja, und jetzt hier hin. Ja, läuft. Ha? Easy peasy. Gut. War doch simpel. Wie, wir kommen hier raus? And look where the cave has led us. Okay. See, I told you that Adriano was involved. All right, let's talk to him. Okay, das ist überraschend. Adriano, can we come in? Yes, keep your voice down, will you? I have a headache. What is it? I have a terrible headache, so be quick. Keep off the booze if you don't want a headache. Huh? Yeah. That's enough, you two. Adriano, can we ask you something? Shoot. Do you recognize this fishing line? Okay, bitteschön. It's just an ordinary fishing line. Do you know anything about the passage that leads from here directly to the church? What passage? What cave? Why have you come to my house to ask me these stupid questions? Hey, Adriano, just answer the questions. Or I will lock you up for good, you hear me? Yeah, pronto.
Officer Kotze was attacked yesterday evening and tied to a tree. What? And you want me to say it was me? I might like a drink, but I'm not stupid. I would never attack a police officer. Oh, yeah? Where were you between 6 p.m. and 8 p.m. yesterday? I was fishing on this damn lake. Can somebody confirm this? Regina, for example. Regina? Damn woman. She's gone on some stupid theatrical tour for amateurs. She thinks that she is some sort of new Eleonora Duse. She went to Parma, right? Yes. How did you know? I saw the ticket the other day. Do you know when she'll be back? On Wednesday, I think. All right. Luigi, there's nothing else he can tell us. Let's go. Adriano, we are leaving. But this is not over. You hear me? Oh, just leave me alone. Doesn't this boat belong to Adriano? It does. Why are you asking? I'm just wondering. Why is his boat sunk in the water? Good question. Look, there's something inside. Let's get the boat out of the water and see what it is. Okay. We could ask Adriano to help. No, let's not. There might be something important, something he shouldn't see. It's full of water. We'll have to bail it out. I'll look around the harbor. Maybe I can find a bucket. Guck mal, da liegt eine Dose. Kannst du damit anfangen? Meanwhile, I'll try to pull the boat out. Aber der muss doch hier in der Hütte ein Eimerchen haben, hör mal. Kannst du mir nicht erzählen? Okay, also zurück zum Hafen. Gucken wir hier in dem ganzen Junk, ob da was ist. Okay. Ein Schildkrötenpanzer. Schwimmweste. Lampe, Kreuz, Lappen, Eimer, Dorn. Deine Mupfel. Oh Gott. Okay, da ist der Eimer. Dann Lappen. Das Kreuz. Ah, da hinten. Okay. So eine Flasche. Das ist aber nicht die hier. Die da. Brauchen wir noch eine Schwimmweste. Eine Lampe. Da. Okay, ich vermute mal, der Rest befindet sich irgendwo. Brot und eine Schleuder. Eine Angel. Lassen wir schon was machen. Was? Irgendwas aufschnappen. Ah, da ist ein. Da ist was, ne? Genau. Zu nett. Okay, das ist der Angel. Gut. Great. I found a bucket. Anna, I'm afraid I'll need your help here. Okay. Und I'll need your help to pull it out. Ja. I'll need your help to pull it out. Ja, du Null. So, nu. There we go. Now let's bail out the boat. Mit dem Eimer. Okay. Also. Mach das doch mal, Mädel, Mann. So, rein hier. Und schöpfen. Guck mal, da liegt was. And what do we have here? Great, I found some grease paint. Theaterschminke. Okay. What's that? Grease paint. It could have been used by Officer Kotze's attacker. He said the attacker's face looked dark, remember? Yes, and how could Adriano go fishing if his boat was flooded?
That's it. I'll arrest that drunkard. Don't we need more evidence against him, ich Luigi? Auch sagen. There's already enough evidence. Ich glaube nicht, ne? Das ist... Das reicht nicht aus. I have nothing to do with this. Nothing. Why am I always a suspect, huh? Und er so... Hä? Was machen die? Miss Myers, Luigi! I found you at last. Okay, Herman. Herman, what happened? It's Chloe. What about her? What happened? Chloe is dead. Was? What? Okay, wa- hä? Mio Dio, what happened? I don't know the details. Marco found her dead in her bed this morning. Oh no! Yes, a terrible tragedy. Die erste Leiche, ne? Officer Cozzi is already there, and he sent me to find you. Anna, you can go to the cafe and help Signor Cozzi. I will join you a bit later. I need to take Adriano to the cells. I can't believe she's dead. Okay, dann gehen wir nach oben. My gosh. Poor girl. What happened? Miss Myers, I am currently on it. Where is Luigi? He arrested Adriano and took him to prison. He thinks that Adriano is your attacker. Adriano? You're kidding me. He would not dare. Everything points to him so far. I can't believe it. Ich auch nicht. Well, let's deal with it later. We have more important things to do now. Und wo ist das Kind? So, do you have any idea how she died? Not yet. I have just started investigating. What about the baby? Where is it? The baby is missing. Okay. Oh no. All right, let me help you. Hat die Regina was damit zu tun? Oh Gott, da gab es noch einige. Okay. Also, der versteckte Gang führte zur Hütte. Das ist ein weiterer Hinweis, dass der Adriano belastet. Ich bin gespannt, was Adriano dazu zu sagen hat. Viele finstere Ecken, in denen sich finstere Taten verüben lassen. Ich fürchte, dass alles auf Adriano hindeutet. Wir haben uns in ihm geirrt. Hoffentlich machen wir nicht erneut einen Fehler. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, welches Motiv er hatte. Bisher verschweigt Adriano, aber vielleicht bringt ihn unser neuestes Beweisstück zum Reden. Mein Urlaub ist schon wieder ruiniert. Chloe Como ist tot. Alle sind schockiert und fragten sich, wer einer jungen Mutter etwas so Schreckliches angetan haben könnte. Noch dazu ist das Kind verschwunden. Let's investigate the crime scene. Ja, okay. Also, schauen wir doch mal, was hier so ist. Die liegt hier. It looks like she was strangled, but I don't see the murder weapon. The murderer could have done it with her bare hands. Mm-hmm. I don't think so. There are bruises all over her neck. She was strangled with a rope or a belt. Let me look around. The murder weapon might still be in the room. Genau, irgendwo hier in dem franzten Gammelschrank. Okay, also eine Kippe. So, was noch? Seife. Oh Gott, das ist auch noch was. Teddy? Sag mal ganz was. Was ist denn das für ein Zimmer? Ey, was hatten die Mutti hier alles gelagert? Alles wichtige Utensilien hier für Neugeborenes. Ja, Sixpack-Bier.
Für die Nerven. Ja, ey, ganz im Ernst. Das ist... Krawatte. Vielleicht damit, mit der Krawatte, könnte es sein? Weiß es nicht. Okay. Dann guckst du mal. Sie klemmt. Kann ich also nichts machen. Da haben wir ein Messer. Der ist verschlossen. Dann haben wir hier eine Stickarbeit. Okay, mal schauen. Da ist nichts mehr. Was kann man drehen? Müsste man sich merken. Ich muss bestimmt nochmal hier hin. Seife haben wir da. Dann Hausschuhe und eine Zahnbürste. Hausschuhe. Ein Kamm. Bügeleisen und Zahnbürste. Das ist Bügeleisen. Da ist die Zahnbürste. Okay, jetzt brauche ich nur noch irgendwo das Parfüm. Es ist verschnürt. Jetzt brauche ich irgendwas Scharfkantiges zum Aufschneiden. Eine Schere. Gut. Kieke mal da. Okay. Great. I found a tie. Eine Krawatte. Könnte ja passen. A silk tie. Officer Kotze, what do you think about this tie? Well, it's a male tie. Quite worn, I must say. Right. And I believe it belongs to Lino. How do you know that? I met him yesterday in the cafe. He was wearing this very tie. Echt? Miss Myers, are you sure about this? I will have to arrest Lino. I'm sure it's Lino's tie, but I'm not sure he's the murderer. What do you mean? Why? I have my doubts, as usual. But the tie is his, right? Yes, but... That's enough for me. I hope he's still downstairs. Let's hurry. Hör doch mal zu, du Lappen. But Officer Kotze... Oh, ey, was ein Pimmel. Ja, aber echt, hey. Ein Sack ist, ey, ganz im Ernst. Lino, is this your tie? Yes, I think so. You are under arrest for the murder of Chloe Como. Nee. Das wird zu einfach. What? There must be some mistake. Ich glaube nicht, dass er es gemacht hat. Ich vermute, die Mutti ist dahinter, also die, diese Regina. Yes, sure, that's what they all say. Let's go to the police station. You will have plenty of time for explanations there. Okay, dann gehen wir weiter her. Huh? Oh, it is a suicide. Yes. Such a young girl. Nothing would have gone wrong if people weren't so prejudiced. Do you know what happened? No. No, it was just an ordinary morning. Did you see Lino this morning? Yes. He comes into my cafe same time every day. What for? Why, to see Chloe, of course. That's not a secret. And did he? No. No, Chloe didn't want to see anyone. No exceptions. When was the last time you saw her alive? Early this morning. Right before I went to town for supplies. And then? Then I went to the cellar, then back to the cafe, and I started serving customers. When the rush stopped, I decided to get Chloe something to eat. I went upstairs, found her dead. What about Lino? Was he still sitting in the cafe? No. When I came back from town, he was gone. I see. Well, Marco, thanks for your help.
Do you mind if I look around the cafe? Suit yourself, Miss Myers. Okay. Ja, alt. Ey, ernsthaft. Ganz im Ernst. Also, wenn hier das Gesundheitsamt kommt, ne, ey, der hat keine Chance. Ey, das ist... Ich will nicht wissen, wie lange das Bierchen hier schon steht. Hey, hör mal. Und die Äpfel sehen auch nicht wirklich gut aus. Oh, Junge. Okay. Krugbier, okay. Und ein Flickenranzteppich. Ey, Junge, ganz im Ernst. Halt deinen Scheiß mal sauber, hey, das ist ja furchtbar. Kreide, Strohhalme und eine Tulpe. Da haben wir die Kreide. Aber wo ist die Geldbörse? Wo ist die Speisekarte? Da. Strohhalme. Tulpe, Kamera. Ist die Tulpe? Wo sind die Strohhalme? Wo sind die fucking Strohhalme? Okay, da ist nix. Da ist ein Schraubenzieher drin. Und hier unten fehlt ein Griff, ne? So, Schaufel. Mehr ist ja auch nicht. Okay, der, der Griff liegt dazwischen Äpfeln. Na, natürlich. Okay, also Schminkutensilien. Schminkutensilien, okay. Das war noch was. Aber warum hat er da Schminkutensilien drin? Hat er vielleicht was mit zu tun? So, jetzt noch die fucking Strohhalme da oben. Great, I found a makeup kit. Okay. A makeup set? Ja, why eben. Would Marco need this behind the bar? Vielleicht war er es. Oh, Luigi, hello. How did it go with Adriano? He was really wild, but he is in a cell now. Signor Cozzi wants you to go and help with Lino's interrogation. Meanwhile, I will seal off the area. Okay. Thank you, Luigi. Okay. Also, haben wir was gefunden. Wir haben möglicherweise die Mordwaffe gefunden. Eine am Tatort zurückgelassene Seidenkrawatte. Wir vermuten, dass sie Lino Pizzano gehört. Giuseppe will ihn festnehmen. Vielleicht besteht kein Zusammenhang mit dem Mord, aber ich habe hinter dem Tresen im Café Schminkutensilien gefunden. Wofür braucht Marco so etwas? Das ist eine gute Frage. So, noch ein Eintrag? Nee, ne? Gut. So, wir haben noch 180, das reicht noch. Also. Gehen wir mal weiter. In die Lobby. Zur Polizei. Miss Myers, I was about to start. Lino, tell us about your morning. What did you do? What did you see? In detail. I went to the cafe as usual. I wanted to see Chloe, but Marco said she didn't wish to see anyone and refused to let me in. Ja, so wie immer. But I wanted to see her badly, so when he left for town, I decided to sneak upstairs to her room. Oder liegt die da schon länger? Die Mutti. That is so disrespectful. I wanted to see her badly. And I wanted to find out why she didn't want to see me anymore. What was her... She'd shown no emotions. I just sat down and we started to talk. She behaved very differently. Looked worried and stressed. After some time, Chloe asked me to leave. To leave immediately. So I did. Okay. All I could think about was why it wasn't the same as it used to be. Did you see the baby? No, I didn't. What? Impossible, you're lying. I'm not. I wish I'd seen the baby so I could understand what
this was all about. Gibt es überhaupt ein Baby? So the baby just disappeared, right? I don't know. I don't know anything. If you can't tell the truth, then I'll keep you in jail. I don't care. You can do whatever you want with me. Miss Myers, could you do me a favor, please? Yes. After our last case, headquarters sent me a fingerprint kit. Can you bring it to Luigi? I want him to collect the fingerprints from the crime scene. Of course. Thank you. Warte mal, war hier nicht ein Schrank gewesen, den man aufmachen konnte? Ah, great, I found a fingerprint kit. Okay. Also, sehr strange. Gibt es überhaupt ein Baby? Das ist jetzt meine Frage, ganz im Ernst. Oder ist das alles nur fake? Okay. Luigi, Officer Cozzi asked us to collect the fingerprints from the crime scene. Do you have the fingerprint kit with you? Ja, logisch. Yes, here it is. Meanwhile, na, I'll take a look around. Mann. Sorry für das Überspringen manchmal. Okay, Bratpfanne, eine Marionette. Das Stapelspielzeug. Das heißt, jetzt kriege ich auch hier die Kacktür zu einer Bibel. Warte mal, hat vielleicht Mrs. Kotze was damit zu tun? Sie hat ja am Anfang gesagt, ne, alle Ungläubigen, ne, und ausradieren und die Sünder werden bestraft werden und hat die sie vielleicht irgendwie ermordet? Und das Baby entführt oder so ein Scheiß? Weiß nicht, okay, Schlüssel. Mach mal auf hier den Rotz. Und ein Fotoalbum. Okay. Da gibt's nichts. So, Puzzle, das Feuerzeug haben wir hier. Haben wir den Schwamm. Eine, zwei Früchte. Drei. Und letztes irgendwo versteckt. Eine Rassel. Und ein Puzzle. Wo ist denn hier ein fucking Puzzle noch? Oh Gott, Kinderwagen, Eichhörnchen. Puzzle. Wo ist denn da ein Puzzle? Willst du mich verarschen? Und eine Frucht ist ja auch noch irgendwo. Aber ich sehe es gerade nicht. Das Puzzle, hör mal. Ah, da. Oh Gott. I found the Bible. Have you found anything? Just some Bible. It probably belongs to Chloe. This edition looks a bit too expensive for her, judging by the financial situation she was in. Uh-huh. Then she must have borrowed it from someone. Maybe. Uh-huh. Okay, everything's ready. Let's collect the fingerprints from all the surfaces.
Reicht das noch? Vielleicht, mal gucken. Also, Fingerabdrücke nehmen von allen Oberflächen. Machst du das? Also, Deckel ab. Jetzt puder doch mal hier den Rotz ein. Mann! Und jetzt hier drauf. Sehr gut. Dann Klebeband. Und da drauf. Okay. Was haben wir noch? Nein, da. Rein damit. Ah, ist noch genug drauf hier. Alle Klärchen. Dann weiter. Komm hier. Diese Steuerung ist manchmal was Kacke. So, wo noch? Hier auf dem. Was auch immer das ist. What do we have? 3 different sets of fingerprints. Das okay, weißt let's count who has been here recently. Chloe, Marco, Lino. Not necessarily. Maybe one of them didn't even touch any of these items, but the killer did. Then what are we waiting for? Let's go and compare the fingerprints. It's not so easy. We will need to collect fingerprints from the whole population of Porto Ceso. Ja, eben. So, allein bringt er nichts. We already did. The fingerprints are stored in the police station. Okay. Really? Well, that's great. Let's go to the police station and compare the fingerprints. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin macht es gut. Bleibt gesund und ciao, ciao.